Die ersten Minuten deutete sich an, dass es ein Pokalfight wird. Da war Duisburg gut im Spiel und wir nicht so richtig. Aber wir haben halt dann relativ schnell die mit unseren ersten Torchancen direkt Tore erzielt und dann war es hinterher eine einseitige Partie. Ja, wir haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet. Die Mannschaft macht im taktischen Bereich vieles richtig und wir haben natürlich auch eine Top-Qualität im Kader. Und wenn ich sehe, dass wir heute 8 Tore gemacht haben mit 6 verschiedenen Torschützen, ja, gegen Gütersloh war es ähnlich, da sind wir auch schwer auszurechnen und ja, momentan läuft es einfach und wir genießen die Situation. Also ich finde, so einfach war es gar nicht, wie eigentlich das Ergebnis es wirklich darstellt. Wir haben uns schon schwer getan. Duisburg hat sehr kompakt gestanden, waren sehr aggressiv und das hatten wir bisher jetzt noch nicht so extrem. Und da hat man auch gesehen, dass wir die ein oder anderen Schwierigkeiten auch hatten. Und für mich war es natürlich ein schönes Erlebnis, wieder zurück nach Hause zu kommen. Und ja, ein 8-1 natürlich mit einem Sieg. Freue ich mich natürlich trotz alledem, auch wenn die Duisburger jetzt meine alte Mannschaft sind. Wir haben uns jetzt als Mannschaft auch gefunden und das, denke ich, zeichnet uns einfach aus. Und wir haben einen starken Kader, wir haben nicht nur die elf Starken, die immer anfangen, sondern wir haben Top-Qualität in allen 25 Positionen und von daher, denke ich, sind wir da sehr ausgeglichen, qualitätsstark und da ist es egal, wer spielt und Qualität geht einfach nicht verloren. Wir haben die ersten 15 Minuten, wie der Kellermann schon sagte, richtig gut nach vorne vorschweg gespielt, was wir auch eigentlich machen wollten, sie direkt unter Druck setzen und, ja, und aus dem Nichts ist dann dieses Tor gefallen und ja, war wieder bei uns alles dahin gewesen. Die Sicherheit war nicht mehr da und haben wir viele, viele Fehler wieder getan und haben dann auch Wolfsburg dazu eingeladen, Tore zu schießen. Sind aus unseren Fehlern haben sie ganz klar die Chancen genutzt und ja, schaffen wir auch noch wirklich das 3-1. Dann denken wir, okay, kurz vor der Pause, guter Zeitpunkt, um vielleicht dann nochmal anzugreifen. Aber dass wir dann direkt im Gegenzug dieses dritte Tor bekommen haben, ja, war sozusagen unser Kriegsbruch gewesen. Zweite Halbzeit waren wir gar nicht mehr auf dem Platz anwesend gewesen in der Defensive. Nach vorne hin haben wir sicher vielleicht noch 2-3 schöne Spielzüge gehabt, aber da sollte man trotz allem die Defensive nicht vergessen und dann passiert es natürlich so, wie es gelaufen ist. Dann verliert man noch 8-1. Was soll ich sagen? Du 8-1 oder 1-0 verlierst, du bist aus dem Pokal raus. Wir sind ausgeschieden, wir haben andere Dinge jetzt vor der Brust und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Ich werde dieses Jahr, also wenn der Herr Kettler nach dem zweiten noch weiterhin krankgeschrieben ist, werde ich dem Verein zur Verfügung stehen. Das habe ich mit meinem Arbeitgeber soweit geklärt. Also bis zur Winterpause könnte ich zur Verfügung stehen.